Wir sind alle vertrocknet, oder? Also irgendwie ist es hier eine Depri-Stimmung. Ich weiß, es soll ja über dieses Vergessen, ne, sein, aber trotzdem, irgendwie ist das hier alles so... Es fühlt sich irgendwie sehr, sehr traurig an, das Ganze. Mal abgesehen davon, dass er ja sowieso Depri ist. Also der sagt ja auch schon die ganze Zeit irgendwelche Depri-Sachen, als er mit Miki geredet hat. Oder beziehungsweise hat es auch gedacht. Es wirkt schon sehr, sehr trostlos. Nati! Dieses Update bis jetzt, was habt ihr Schönes? Also es gibt wirklich sehr viele Neuerungen. Also gerade storytechnisch gibt es wirklich sehr, sehr viel, was wir bisher schon erlebt haben. Und bis jetzt macht es einen sehr guten Eindruck. Man kann wieder mehr Geld liegen lassen. Das ist ein bisschen schade, ne? Frust fressen. Was hat Tode heute eigentlich schon gegessen? Was ich gegessen habe, ich habe Frühstück gegessen, Cerealien. Dann habe ich ein bisschen Brot gegessen und Joghurt. Ich habe nicht wirklich viel heute gegessen. Okay. Also wirklich nichts. So wie gar nichts, aber ich habe auch keine Hunger. Und du hast dir sehr viel Süßes schon reingepfiffen. Ich habe tatsächlich Reste von vorgestern gegessen. Sorry, Jana, ich bin leise. Tobi ist sehr leise. Echt jetzt? Ja, ich war gerade zurückgelehnt, sorry. Ja, eben, aber normalerweise ist er laut. Ich kann ihn jetzt nicht ständig, ja. Ständig, wenn er auf dem Klo hockt und mit uns redet, kann ich ihn nicht schon lauter stellen. Ja, ich bin wieder näher am Mikro, sorry. Ich habe einfach gerade 10 Minuten. Ah, da ist er ja. Ich fühle mich immer angesprochen, nennt euch doch nicht so. Ja, aber wenn sie Nati heißt, kann ich noch nichts dafür. Ich habe nichts Richtiges gegessen heute. Ich habe jetzt gerade vorhin noch Obst mir reingepfiffen vorher. Jetzt fresse ich schon wieder Süßkram. Ich wollte gut gestärkt in den Stream gehen, aber... Offensichtlich hat es nicht gereicht, wenn ich jetzt schon wieder Süßkram fressen muss. Das große Fressen. Mini. Hallo Mini, ich habe einen abscheulichen Blumenstrauß für dich. Das steht da. Ich mache das nicht absichtlich. Ich muss ihr einen abscheulichen Blumenstrauß geben. Mal gucken, ob sie sich trotzdem freut. Das sind Disney-Charaktere, die freuen sich auch, wenn du ihnen einen Kackhaufen in die Hand drückst. Ach du meine Güte, was ist das? Es ist ein Geschenk von Miki. Ein Strauß. Oh, Toffi, er ist so... Achtung, jetzt kommt's. Ist sie echt ein Disney-Charakter, dann würde sie jetzt mindestens ein kleines Kompliment laufen lassen. So originell. Hat Miki ihn gemacht? Nein, das war ich. Wie nett von dir. Ah. My Sunny, hey. Bin extra erst jetzt hier, wollte mich nicht spoilern lassen. Oh, aber du bist ja immer noch Spoiler, oder? Spoiler, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Ich bin dir sehr dankbar, Toffi. Bevor du gehst, wollte ich mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Du scheinst in letzter Zeit nicht ganz du selbst zu sein. Ganz ehrlich? Wenn ich jetzt wirklich in der Situation, das meine ich jetzt ganz ehrlich, in der Situation von dem Vergessen bin und ich wäre wirklich Depri drauf und hätte, ich mache solche Sachen auch immer mit mir selbst aus tatsächlich, also wirklich, ohne Scheiß jetzt. Mich würde es echt viel mehr ankotzen, wenn ich von allen Seiten gesagt bekomme, was ist los, möchtest du nicht reden, du bist so anders. Das würde mich nerven, das würde mich total nerven und das macht mich noch aggressiver. Ich bin tatsächlich so ein Mensch. Es gibt Menschen, die können das tatsächlich ganz gut. Wenn sie Probleme haben, reden sie mit anderen und dann können sie die Sachen vielleicht aus der Welt schaffen. Ich bin überhaupt nicht so ein Mensch. Ich muss das mit mir selbst erstmal ausmachen und für mich selbst entscheiden, wann ich darüber reden möchte. Und wenn ich die ganze Zeit genervt werde, bin ich raus. Ich bin gerade sehr neidisch auf Lauri, tut mir leid. Sie hat Essen. Oh, was gibt's denn Leckeres? Pommes, Gyros, Currywurst. Oh! Alter! Oh, gönnst dir aber richtig, du, ne? Richtige Gönnjamin. Gönnlauri. Gönnlauri. Gönnlaurin. Gönnlaurin, ja, genau. Gönn nochmal. Lach doch mal. Ja, ist auch schlimm, Jana. Hm. Bevor du gehst. Achso, hab ich schon gesagt. Warum sagen das alle? Ja, es wird. Ja, hier, ich will nur alleine gelassen werden. Genau! Das, lass mich doch mal in Ruhe. Mir geht's gut. Das freut mich zu hören. Nochmals danke für die Blumen. Sie sind eine liebevolle Geste. Sag doch, dass du sie scheiße findest. Ich werde sofort eine Vase für sie suchen. Sie sehen aus, als bräuchten sie nur ein wenig Liebe und Pflege. Wie wir alle manchmal. Ich glaube nicht, dass das hilft. Tschüss. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Also, ich finde tatsächlich, das ist gerade das Interessanteste von diesem Spiel. Also ich finde die von der Story... Ja, die, also ich finde die Story tatsächlich auch ziemlich interessant.
kann ich eigentlich nicht sagen. Ich will mehr DB-Stories, bitte, danke schön. Besonders das nicht. Gönn Laura, ist schön. Also kannst du nochmal. Lenja! Achso, ihr sagt euch gegenseitig. Ich dachte jetzt gerade schon, von wegen Lenja ist wieder zurück, vielleicht oder so. Könntest du mal kurz einen Schatten zeigen? Ich habe keinen. Doch, da. Ah. Oh, stimmt, da ist wirklich nicht viel Schatten. Ja, ne? da ist ein Loch. Dein Körper ist kein Schatten. Du hast nur deine Accessoires und alles. Ist das Absicht oder ist es ein Fehler? Das würde ich jetzt aber auch gern wissen. Jetzt brauche ich einen Insider-Tipp hier. Das ist aber kein Gönnschatten. Kein Gönnschatten. Vielleicht ist es Absicht. Mika Sullivan, hallo! Hallo du! Oh, hallo mein Lieber! Hattest du Glück bei der Suche nach ein paar schönen Blumen? Ich habe einige, schöne Blumen gefunden. Hab einen Blumenstrauß rausgemacht und den Mini. Hast du das? Oh, vielen Dank, aber, du musstest das nicht alles alleine machen. Oh. Jetzt, weißt du, jetzt wo ich fertig bin. Du hättest sie einfach mir geben können und ich hätte mich um den Rest gekümmert. Oder noch besser, wir hätten es gemeinsam machen können. Das ergibt Sinn. Und eben, wieso hat er das nicht gleich gesagt? Ganz ehrlich? Diese Figur spricht mir aus der Seele. Das würde ich mir manchmal wirklich auch wünschen. Dieses ganze in Spielen auch immer wieder gesagt bekommen, mach jetzt dies, mach jetzt das, das wäre mir voll unangenehm anstelle der Charaktere. Wenn du ständig immer irgendwelche Leute danach fragst, ob sie was für dich tun können, das wirkt doch aufdringlich, oder? Jetzt ist es erledigt, also was soll's, schätze ich. Das ist okay, mein Lieber. Ich werde einfach mal nachsehen, wie sie Mini gefallen haben. Nochmals vielen Dank. Sag mal, ich glaube, Goofy sucht dich. Vielleicht kannst du nach ihm sehen. Ich soll jetzt wieder was machen. Immer diese Leute. Ich mache nur nebenbei was und schaue nicht immer in den Chat, Minion. Ja, was fällt dir ein? Hier, Toda zum Beispiel. Ich muss ein Beispiel an Toda nehmen. Toda guckt immer in den Chat generell. Ja. Toda ist so ein richtiger Chat-Yamin. Chat-Yamin! Warte, das ist ein toller Name für meinen Discord. Ich will sowieso mal kurz wieder sicher gehen, dass auch alles funktioniert bei mir. Ich muss mal ganz kurz hier richtig Bimbo für alles. Ist halt aber in meisten Spielen halt so, ne? Aber eben, wie gesagt, irgendwie wird das auch nie so erklärt in den Spielen, warum man halt eben hier quasi für alles verantwortlich ist. Also, wenn es wenigstens mal eine vernünftige Erklärung gäbe. Meistens wirst du halt in Spielen nur gefragt, machst du das jetzt für mich? Aber es gibt keine wirkliche Erklärung darum, warum du das machen sollst. Oder beziehungsweise, warum sie alle immer so forsch sind. Toda hat ja auch keine Hobbys. Oh, das hat Lenja geschrieben, ne? Hallöchen! Hey, Toffi! Ich kann mich nicht erinnern, weil wir das letzte Mal ein leckeres Gericht zusammen gegessen haben. Ja, ich bin ja auch das vergessen, deswegen kannst du dich nicht erinnern. Oh, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal etwas schön war. Oh, das ist aber jetzt echt ein bisschen arg deep, ne? Ich will doch nur allein sein. Okay, jetzt wird es aber langsam echt ein bisschen, ne, heftig. Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich habe gerade die saftigste Garnele gefischt, die ich je gesehen habe. Wie wär's, wenn ich sie dir gebe und du die restlichen Zutaten zusammensuchst und wir eine Bouillabaisse machen? Okay. So, also das Vergessen-Toffi ist mega pisst über sämtliche Sachen, die man machen muss. Verrottete Karotte? Das finde ich übrigens ein toller Titel. Wie kann er eine Muschel verrotten? Also, gibt's verrottete Muscheln? Bestimmt, oder? Also, ich dachte, das wären Steine, also. Aber verrottete Karotte finde ich vom Titel her schon geil. Essbare Muscheln, gut. Vielleicht, ja. Manny Charlotte, hallo! Hallo! Weißt du, da gibt es in Spielen einen Bürgermeister und der erlegt dich gar nichts. Und dein Charakter macht alles. Ja, aber das denke ich mir auch immer bei Paw Patrol, wenn ich das für meinen Sohn mit meinem Sohn zusammen gucken muss. Bürgermeisterin Gutherz, die kennt noch nicht mal ihr Städtchen oder ihr Dorf oder was auch immer. Die weiß gar nichts. Die hat letztens gesagt in einer Folge, oh, eine Stadtrundfahrt habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Wo ich dann denke, so, Boost. Meine Fresse, das ist deine Stadt und du weißt noch nicht mal, wie die aussieht? Immer die Bürgermeister. Wie werden die eigentlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin? Die machen das einfach irgendwann selbst, ne? Die sagen, ja, ich bin jetzt halt Bürgermeister.
grüner Blues. Koche eine eklige Bouillabaisse. Ganz ehrlich, Fischsuppe ist eh nicht so meins. Also da wäre ich sowieso dabei, dass ich sage eklig. Hm. Ja. Wo kann ich kochen? Wo war in dem Ach, dahin. Haus? Da. Nee. Ich hab's gesehen. Da. Ich muss es benützen, Leute. Benützen. Warum hab ich... Ach so, ich hab meine Zutaten von der realen Welt aber trotzdem behalten. Das macht Sinn. Das ist irgendwie unlogisch, oder? Ist das ein Fehler im Spiel? Weil auch die ganzen... Stimmt, auch alle Items habe ich mitgenommen. Das macht aber eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Eigentlich müssten die Items doch jetzt alle weg sein. Weil wir sind ja nicht in der realen Welt. Hm. So. Erstmal die verrotteten Muscheln. Dann die verrottete Tomate. Die verrottete Karotte. Und der exquisite Shrimp. War das jetzt eine Depri-Musik? Ramona, guten Abend. Du bist aber auch nicht in der Vergangenheit, sondern nur in einer Erinnerung. Ja, ja gut, aber egal, wie du rum du es jetzt siehst, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich meine Items behalten habe oder hier benutzen kann. Macht eigentlich wirklich keinen Sinn, oder? Hier, da was Ekliges für dich. Aber das hat doch 5 Sterne gehabt. Aber es steht doch eklig dran. Ja, aber... Ja. Das sieht ja lecker aus. Hui, du hast das ganze Gericht alleine gekocht? Oh, jetzt fangen sie wieder so an. danke, Toffi, aber ich hatte gehofft, wir könnten es gemeinsam kochen. Jetzt habe ich schon wieder alles falsch gemacht, tut mir leid. Oh, das ist schon okay. Immerhin können wir es gemeinsam genießen, oder? Ach, ich darf kochen, du frisst. Guck mal hier, ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Hunger. Warte mal. Muss ich mal kurz drüber nachdenken, ob ich Hunger habe. Ja. Ja. Ich würde sagen, ich habe keinen Hunger. Wäre lustig, wenn es jetzt 3 verschiedene Ergebnisse geben würde. Mir ist schlecht. Oh, Anapilu, ich wünsche dir gute Besserung. Geht's dir gut? Oh, nicht schon wieder. Als ob das irgendjemand verstehen würde, selbst wenn ich es ihnen erklären könnte. Mir geht's gut. Oh, okay, aber du weißt, ich bin immer da, falls du mich brauchst. Dann stürze ich mich jetzt auf das Gericht, das du für mich gekocht hast. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Es riecht irgendwie interessant. Ich hebe es für später auf. Das muss eines der Gerichte sein, das noch besser wird, wenn es eine Weile ruht. Ich glaube, Minnie hat nach dir gesucht. Du solltest vielleicht nachsehen, was sie will. Damit du das Gericht heimlich wegschmeißen kannst, ne? Ich hab's schon verstanden. Wir sehen uns! Aber es ist schon interessant, wie quasi das Vergessen hier dargestellt wird, im Sinne von, dass sich quasi alles hochkocht. Die ganzen Emotionen kochen hoch. Und ich bin gespannt, wie sich das alles hier entwickeln wird, storytechnisch. Gut, dass du hier bist. Brauchst du etwas? Oh ja! Was darf es denn diesmal sein? Ich wollte dir nur sagen, dass du geliebt wirst. Weiß Niki von deinen Empfindungen für mich? Ich glaube, der hat was gegen Polygamie, oder? Was, ich? Das war's? Das ist ja kitschig. Natürlich! Jeder hier sorgt sich sehr um dich. Du darfst dich nicht scheuen, deinen Freunden zu sagen, was du fühlst, auch wenn du dich dabei vielleicht ein bisschen albern... Dich dabei vielleicht ein bisschen albern vorkommst. Och, Ryan, das kann halt echt nicht sein. Auch wenn du dich dabei vielleicht ein bisschen albern... Entschuldigung. Das musste jetzt kurz sein, weil wir es vorhin davon hatten. Ryan und ich.
Ich wünschte, ich könnte verschwinden. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo dazwischen feststecke. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich stecke irgendwo fest. Toffi! Es ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Danke für das Gespräch. Bonk. Eine Nacktdorne. Oh nein. Es ist rausgeploppt. Oh oh. Kann ich das jetzt nehmen und dann habe ich wieder ein Stück vom Puzzle, ne? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich insgesamt noch zwei weitere solcher Story-Sequenzen machen. Oder wie, Story-Abschnitte. Was hatten wir? Nix hatten wir. Gar nix. Du bist... Ah, jetzt muss ich wieder die Stimme ändern. Warte mal kurz. Ich bin noch nicht im Modus der guten Fee. Du bist zurück. Prächtig. Was hast du alles gelernt? Es war so komisch. Ich habe alles gefühlt, was das Vergessen gefühlt haben muss. Das Vergessen... schien ein launischer Teenager zu sein. Er schien Toda zu sein. Toda? Ein launischer Teenager, weißt du, habe ich mit dir assoziiert. Ah. Ein Teenager. Ein Teenager. Habe ich früher wirklich so gelesen, Pokémon. Teenager und Gent Lehmann. Gent Lehmann. Hat es aber lange gebraucht, bis du rausgefunden hast, was es bedeutet, ne? Ja, aber ich hab's nicht verstanden, ich musste nur nochmal überlegen. So doof, wie das klingt, kommt man auch nicht so schnell drauf, ne? Ja. Es war so ein wundervoller Tag im Tal, aber alles erschien wie eine Pflicht. Oh je, es ist wirklich traurig, wenn das, was einmal Freude gebracht, jetzt nur noch Ärger und Kummer macht. Ich fürchte, dass das Schlüssel zum Aufhalten des Vergessens in einer anderen Erinnerung liegt. Hast du wenigstens das Gefühl, dass du das Vergessen jetzt ein bisschen besser verstehst? Ja, auf jeden Fall. Das Vergessen hat nie darum gebeten, hier festzusitzen. Wenn ich mich so einsam und frustriert fühlen würde, würde ich wahrscheinlich auch einige der Dinge machen, die das Vergessen getan hat. Viele würden das. Aber nur weil wir das Vergessen verstehen, heißt das nicht, dass wir mit dem Weg, den es eingeschlagen hat, einverstanden sein müssen. Hoffen wir, dass die nächste Erinnerung der Schlüssel ist, um das Vergessen zu finden und helfen zu können. Toffi, folge mir im Handumdrehen. Hier gibt es noch so viel mehr zu sehen. Die reimt aber auch echt sehr, sehr fleißig, ne? Jetzt geht es zum nächsten Punkt. Nee, ich würde gerne nochmal zurückreisen, denn ich würde jetzt diese Story-Sequenzen jetzt nicht alle sofort immer nacheinander abhaken, ne? Also wir können ja auch zwischenzeitlich mal wieder was anderes machen. Weil zu viel schnell die Story durchballern, das will ich jetzt auch nicht. Wie sie rennt. Ich finde das voll süß. Ömchen. Guck mal hier. Jetzt habe ich noch Nacktdornen entfernt. Pflücke rote Blumen. Das ist also so ein Ding. Wieso mit rote Blumen? Das ist diskriminierend gegenüber den anderen Blumen. Ne, Toda? Blumen? Blumen? Blum? Blum? Professor, es war Professor Blum. Mit einem Kerzenständer im Observatorium. Kennst du das? Nein. Von welchem Spiel ist das? Nein. Och, Cluedo, Toda. Ach, Cluedo, ja. Cluedo. So, ich muss da ganz kurz gucken. Wie gesagt, ich muss nachher um eine Pause machen. Mhm. Deswegen muss ich immer mal wieder jetzt auf mein Handy glotzen. So. Gut. Achtung. So, was machen wir jetzt nicht? Sollen wir die Wally-Quest weitermachen? Eigentlich könnte ich auch mal ein bisschen was an den... geladen wird bei mir immer noch... Ich glaube, das ist ein Bug übrigens mit dem eleganten Wally-Traumbündel, weil das habe ich ja eigentlich schon gekauft und das wird immer noch als nicht angeguckt angezeigt. Oder soll ich nochmal kaufen? Weil ich finde es so schön, dass ich 4000 Mondsteine dafür ausgegeben habe, dass ich es gerne nochmal machen möchte. Okay, gut. Nee, dann machen wir die Wally-Quest weiter, oder? Ah, beziehungsweise, nee. Eine Quest möchte ich tatsächlich jetzt ein bisschen weiter vorantreiben, und zwar die
Dachboden-Modus-Quest. Ich muss nämlich noch Spielzeug-Aliens suchen. Da kann ich mit euch nochmal drüber schwatzen, was ihr jetzt so von dem Update haltet. Wir haben jetzt ein bisschen was gespielt und ist natürlich auch meine Meinung, die Meinung vom Chat ist mir auch wichtig, die würde ich gerne auch mal ein bisschen diskutieren. Was haltet ihr denn jetzt von dem Update, unabhängig von den Kosten, aber das, was ihr jetzt zum Beispiel jetzt auch über die Story mitgekriegt habt, diesen Story-Abschnitt, den wir gespielt haben, was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Reizt es euch, dieses Spiel zu holen? Oder sagt ihr, nee, das ist jetzt auch nicht so unbedingt gerade meins? Ah, nee, in öffentlichen Bereichen. Warte mal, da muss ich wahrscheinlich nochmal ins Restaurant gehen. So war das, ne? Dies habe ich schon wieder vergessen. Hab's verwechselt mit den Spielzeugfiguren, die man in den Häusern finden konnte. Ich lieb's noch immer. Also ich finde das mit der Story schon echt super gemacht. Ja, stimmt. Und die kriegt ihr tatsächlich umsonst, ne? Oh, hier ist ein Buch. Experiment Nummer 243. Das Vergessen macht mir zu schaffen. Ich kann mich nicht auf mein eigenes Gedächtnis verlassen. Ich muss alles in einem Buch aufschreiben, bevor ich es vergesse. Da hätten wir wieder beim Thema. Das Vergessen hat schon wieder vergessen. Immer dieses Vergessen. Kann auch nichts vergessen, dazu. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt bin ich tot, verdammt bin ich frei. Ja. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. So, jetzt habe ich 12 von 15. Gab es noch einen anderen? Halte in öffentlichen Bereichen und in geheimen Ecken nach Spielzeug-Aliens Ausschau. Der einzige andere öffentliche Bereich ist doch jetzt eigentlich nur noch Dagoberts Laden. Aber da war, glaube ich, nichts, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wo ich das alles gefunden hatte. Ich gehe nochmal Dagoberts Laden. Bin bis jetzt nicht begeistert. Vielleicht kommt es noch. My Sunny, Gegenfrage. Was hättest du, gab es irgendwelche Wünsche, die du gern gehabt hättest für Disney Dreamlight Valley, für das neue Update, wo du sagst, wenn das jetzt gekommen wäre, wäre ich mega dabei gewesen. Free-to-play. Ach, Free-to-play, genau. Ja, gut, da ist ja nicht jeder dabei, ne? Also, 40.000, Alter. Nee, da war wirklich keine Figur. Ach, sorry. Ist der ernsthaft an einer Spielzeug-Alien vorbei? Bin ich? Ja, bist du so blind, Tofi? Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Oh, jetzt, du bist so blind, Tofi. War das jetzt hier im Restaurant oder war das jetzt da drüben? Ich habe keine Ahnung. Anna Pilo würde uns gleich mehr sagen. Hoffentlich. Da ist nix. An jedem Fall, oh, Ohrwurm. Irgendwann ein. Nee, da habe ich mich getäuscht. Also hier war nichts. Und ich glaube, im Dings, also bei Dagobert ist auch gar nichts. Weil wenn da nur eins gelegen hätte, wäre das ungewöhnlich. Da liegen ja, hast ja gerade gesehen, im Restaurant liegen auf jeden Fall immer ganz, ganz viele. Ich fress schon wieder. Ich habe auch schon wieder einen leeren Magen. Ich muss gleich noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir nach dem zweiten Stream machen, ne? Ja. Ich weiß nicht was. Ich habe noch Salat. Ich mache mir nachher so einen schönen Salat. Genau, also das war, glaube ich, der einzige öffentliche Ort, wo ich hingehen könnte. Das heißt, auch da sind wir jetzt erstmal wieder ja. Kommen wir erstmal nicht weiter, ne? Glaube ich. Wir könnten auch die Entstehung einer Geschichte machen. Wo wir mit Wally drüber schwatzen, was wir dir für ein Buch gefunden haben. Das wäre eine neue Quest, auf jeden Fall. Ich muss auch dringend mal hier mein Dreamlight Valley aufräumen. Ich finde das mit dem Brunnen auch irgendwie scheiße. Also, ich fand die Springbrunnen-Idee irgendwann mal gut in meinem Kopf, aber jetzt, wo ich sie so sehe und immer mal wieder sehe, finde ich sie scheiße. Oh. Ich muss das wieder ändern. Ich bin so unzufrieden mit meinem Valley. Ich muss das echt mal hübsch machen. Guck mal, da ist noch das eingerahmte Ei. Mein Worry. Da ist ein Ei drin in der Mauer, okay. Also das Update selbst finde ich gut, freue mich sehr, aber das mit dem Wally-Inhalt muss man das jetzt, dass man das jetzt kaufen muss, finde ich doof. Ja, das ist halt etwas, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich weniger Geld ausgeben müsste. Das hatte ich mir tatsächlich auch gewünscht. Ne, Wally.
Ich gebe dir einen Punkt. Das am Bauchkopf beim Boden anscheinend so eine starke. Ich kann gleich nochmal gucken. Mel, hey, dein Brunnen hat so eine schöne Wasserspeier drumherum. Hast du den dadurch, dass du eine andere Version als die günstige Variante hast? Mel, tatsächlich nicht. Das war irgendwann mal bei Dagobert im Shop vorhanden, diese Springbrunnen-Dinger da. Und ich habe irgendwann dann halt eben mal nachbestellt. Sobald du ein Item ja mal gekauft hast, kannst du nachbestellen, ganz viele davon. Und das habe ich gemacht und deswegen habe ich die Dinger. Aber ich bin nicht mehr zufrieden damit. Ich will die umändern. Ich habe dieses Buch gefunden. Weißt du etwas darüber? Da ist ein Bild von dir drauf. Hey, da ist ja mal eine Reaktion. Erkennst du es wieder? Wow, Direktive. Okay, ich schätze, ich folge dir. Das ist mein Lieblingswort. Und schon ist die Musik aus. Direktive.